Hallo und herzlich willkommen zu Ich habe Stellaris im Angebot gekauft. Was mache ich hier eigentlich? Einem kleinen Tutorial über die aktuelle Version von Stellaris. Okay, gleich hat er das Menü geladen. Da ist es. Also, hier haben wir das Hauptmenü. Hier kann man verschiedene Sachen machen. Zum Beispiel wieder rausgehen oder die Settings verändern. Oder gucken, wer das programmiert hat. Oder ein Spiel laden, wenn man schon eins gespielt hat. Oder ein Multiplayer-Spiel starten. Oder halt ein neues Spiel starten. Und das ist dann immer der Singleplayer. Und jetzt können wir hier auswählen, welches interstellare Volk wir spielen wollen. Das sind so zwei und ein paar mehr, die ich mir zusammengebaut habe. Die wird es bei euch noch nicht geben, wenn ihr gerade erst das Spiel gekauft habt. Alle die mit dem Vogel hier, das sind selbstgemachte. Und dann haben wir hier welche, die beim Spiel dabei waren. Man kann zum Beispiel hier ganz normal die Menschen spielen. Das ist sehr naheliegend, weil wir selber welche sind. Dann gibt es hier nochmal Menschen im Böse und verschiedene andere Völker, die verschiedene Voreinstellungen haben und verschiedene Fähigkeiten und so, aber das sehen wir dann. Also für den Anfang empfiehlt es sich eigentlich, dass man hier so ein Voreingestelltes nimmt und vielleicht gerade auch die Menschen, weil das ist, glaube ich, auch das Volk, wo die Entwickler damals dachten, als das Spiel noch rauskam, dass wahrscheinlich die meisten Leute Menschen spielen. Insofern ist das optimiert auf quasi Neuzugänge für das Spiel. Was man auch machen kann, das schauen wir uns aber später an, ist sich selber eins zu bauen oder sich das Volk, das man spielen möchte, irgendwie zufällig auswürfeln zu lassen. Aber das machen wir jetzt mal nicht, sondern wir nehmen einfach mal nur die Menschen. Vielleicht erkläre ich in einem anderen Video, wie man sich ein Volk zusammenstellt. Okay, schauen wir uns die Menschen mal näher an. Es gibt einen Anführer, das ist hier bei den Menschen, die haben eine repräsentative Demokratie, das ist also eine Art Präsident oder Bundeskanzler. Und der wird alle 10 Jahre gewählt. Dann gibt es hier einige Einstellungen der Staatsform noch. Die haben hier Beacon of Liberty. Das sorgt dafür, dass sie quasi als Freiheitsstatue der Demokratie quasi gelten. Und so wie in den 80ern quasi die USA die Leute dazu bewegen, dass sie, keine Ahnung, irgendwie dem Staat gegenüber weniger paranoid sind, als das heutzutage der Fall ist. Und dann haben wir Idealistic Foundation, das geht ganz in die ähnliche Richtung, sorgt dafür, dass die Leute ein bisschen fröhlicher sind. Dann sind unsere Menschen xenophil, also die mögen Aliens gerne und haben einen Opinion-Bonus Aliens gegenüber und dann sind sie fanatisch egalitär. Das bedeutet, sie wollen unbedingt immer gerne Demokratie haben und wählen. Ja. Dann haben wir die Menschen selber. Sie sind sehr verschwenderisch und verbrauchen sehr viele Consumer Goods. Sind nomadisch, das heißt, sie reisen gerne von A nach B und lassen sich da nieder. Und adaptive, das heißt, sie können in allen möglichen Umgebungen gedeihen. Okay. Ja, man könnte hier jetzt noch das Aussehen und die Welt ändern, aber das ist jetzt die Erde hier und wie die Schiffe aussehen, aber das lassen wir mal. Dann gibt es hier einige Einstellungen. Wir machen einfach mal auf Reset to Default. Das ist das, was ihr da stehen habt und benutzen wir das einfach mal. Man könnte hier noch verschiedene Einstellungen machen, aber lassen wir das. So, jetzt starten wir das Spiel neu.
Ja, jetzt haben wir hier so einen Flavortext. Den kann man, wenn man seine eigenen Leute macht, kann man hier so ein bisschen optimieren und sich seine eigene Geschichte schreiben. Und schon sind wir im Sonnensystem. Hier ist die Erde, wie man sieht. Kann sogar die Kontinente hier schön erkennen. Dann gibt es einige Ressourcen im System schon, die schon abgebaut sind hier. Merkur hat eine Energiestation, also wahrscheinlich so Solarpaneele oder irgendwie sowas. Na, und um die Sonne auch. Und auf Juno werden Mineralien abgebaut. Wo wir erstaunlicherweise noch nichts haben, ist der Mond. Da wären auch noch Mineralien. Alle diese weißen Zahlen bedeuten, da ist noch keine Station, die die Ressourcen abbaut. Und die grüne Zahl bedeutet, da ist schon eine Station, die die Ressourcen abbaut. Hier um Jupiter sind auch noch, das hier heißt, das ist Forschung und das ist Energie. So. Und das hier ist unser Platz im Sonnensystem, Quatsch, in der Galaxie. Das ist jetzt eine elliptische Galaxie. Na, unsere echte Galaxie ist eher so eine Spiralgalaxie. Aber das soll uns jetzt mal nicht kümmern. Und diese Symbole hier, das sind unsere Schiffe. Man sieht in der Übersicht in der Galaxiekarte immer, welche Ressourcen noch ausgebaut werden können. Die nicht, also die schon ausgebaut sind, die werden hier nicht gezeigt, es sei denn, man geht auf den Details Map Mode, dann sieht man, was hier schon abgebaut wird. Gut, dann haben wir hier oben, sehen wir insgesamt, was wir an Rohstoffen haben in dieser Leiste. Wir haben momentan 100 Energie und bekommen 35 dazu pro Monat. Dann haben wir 100 Mineralien, bekommen 26 dazu, kommen auch 26 Nahrung dazu, haben davon 200. Das sind die einfachen Ressourcen, diese drei. Dann gibt es Ressourcen, die halt hergestellt werden müssen aus den anderen. Das sind hier die Consumer Goods. Das ist halt, ja, so halt Verbraucherprodukte, die Leute halt brauchen, um zufrieden zu sein. Also keine Ahnung, so Atemschutzmasken und Klopapier, solche Sachen. Okay, und dann haben wir hier Alloys. Die braucht man, um Schiffe zu bauen und Raumstationen. Davon machen wir momentan 12 im Monat. Das hier ist Influence. Das ist so ein bisschen die Währung, mit der quasi politische Aktionen die man quasi im interstellaren Bereich macht, bezahlt werden. Zum Beispiel, wenn ich hier mein Gebiet ausbreiten will, dann brauche ich Influence. Oder wenn ich einen Nachbar habe und möchte Claims auf dessen Gebiet machen, dann brauche ich Influence. Und dann gibt es hier noch Edikte, die ich machen kann. Das sind so empireweite Entscheidungen. Für die brauche ich auch Influence. Es gibt welche, die kosten andere Sachen, aber das soll uns jetzt erstmal nicht interessieren. Dann haben wir hier Unity. Das ist halt der Zusammenhalt, den man hat. Und damit kann man diese Traditions kaufen. Das ist ein bisschen so wie in Civilization 5. Diese Ethikentscheidungen, die man da treffen kann. Ja, und das ist eigentlich alles, wozu man Unity braucht. Wenn man hier diesen ganzen Baum freischaltet, dann kriegt man einen besonders mächtigen Bonus. Das sind die Ascension Perks. Und ja, also die können sehr spielentscheidend werden. Gut, dann haben wir hier die Forschung. Forschung gliedert sich in drei verschiedene Sparten. Man hat einmal physikalische Forschung, dann soziale Forschung und Ingenieurswesen. Physikalische Forschung ist sowas wie Energiewaffen und Schutzschilde, auch wie gut die Reaktoren funktionieren und wie viel Energie man pro Runde kriegt. Die soziale Forschungsbereich, das ist mehr so Sachen wie
Bevölkerungswachstum, Gentechnik, verschiedene politische Einstellungen und sowas. Das ist alles hier. Und Engineering ist halt, wenn man sowas wie Roboter bauen will oder man will größere Schiffe bauen oder bessere Sternenbasen. Das findet man dort. Man kann jetzt hier draufklicken, dann kommt man in den Technikbildschirm oder wir haben gerade die Nachricht, dass keine Forschungsziele eingestellt sind. Die wichtigen Nachrichten sind immer hier oben. Das kennt man von Paradox-Spielen so. Und dann könnte man hier jetzt einstellen, und das machen wir auch gerade, was man machen will. Und am besten geht man Mauszeiger drüber und guckt, was das macht, wenn man sich unsicher ist. Und entscheidet sich dann einfach für das, was einem am sinnvollsten erscheint. Weil ich kann ja nicht jede Technologie erklären, das dauert ewig. Ja, entscheide mich für den Forschungsbonus hier. Das ist am Anfang immer eine gute Idee. So, also das ist die Forschung. Dann haben wir hier strategische Ressourcen. Das kennt man vielleicht noch aus Spielen wie Civilization, dass man hier Öl braucht, um Panzer zu bauen oder sowas. Die braucht man teilweise für fortgeschrittene Technologien, die wir im Moment noch nicht haben. Insofern können wir das erstmal vernachlässigen. Dann haben wir hier den Empire Sprawl. So, je größer das Empire wird, desto schwerer ist es zu verwalten. Und wenn das eigene Empire größer ist als die Verwaltungskapazität, Entschuldigung, wenn das eigene Empire größer ist als die Verwaltungskapazität, dann bekommt man halt einen Malus und die Leute sind weniger vereint und die Leute forschen schlechter und sowas. Ne? Man kann dem entgegenwirken, indem man Verwaltungszentren baut oder Sachen erfindet, die das Reich leichter zu verwalten machen. Und hier haben wir Envoys, die sind erstmal auch nicht wichtig. Das kommt dann, wenn wir eine galaktische UN haben quasi, dann können wir die durch die Gegend schicken oder wenn wir andere Völker kennen. Und hier haben wir unsere Population, das sind momentan 32 Pops. Ein Pop, keine Ahnung, sind es, also das ist, man kann das nicht klar umrechnen in Milliarden Menschen oder so, aber man kann es versuchen. Wir haben jetzt hier die Erde, da wohnen die 32 Pops drauf. Und keine Ahnung, das sind wahrscheinlich so 10, 16, vielleicht 20 Milliarden Menschen, die auf der Erde leben. So, dann haben wir hier, wir können Sternbasen bauen, wir können uns momentan drei leisten. Alles andere ist zu viel. Und wir können Schiffe bauen. Ja, die nehmen hier Naval Capacity. Momentan können wir nur Korvetten bauen, die nehmen jeweils eine Naval Capacity und wir haben drei davon. Also wir könnten noch 17 bauen. Größere Schiffe nehmen dann mehr. Zum Beispiel, es gibt Destroyer, die nehmen zwei. Dann gibt es Cruiser, die nehmen vier. Und Battleships, die nehmen acht. Aber die können wir noch nicht bauen. Die müssen wir erst erfinden. Okay, das war diese Leiste. Dann gehen wir mal hier in den Outliner. Dort sind wunderbar sortiert. Das sieht auch alles noch sehr übersichtlich aus. Momentan haben wir hier, welche Planeten wir haben. Dann haben wir hier Sternenbasen. Die sind einmal aufgeteilt in Sternenbasen ohne Shipyards und Sternenbasen mit Shipyards. Wir haben jetzt nur eine, die hat ein Shipyard. Darum ist das alles, was Sie sehen. Dann haben wir hier unsere Militärflotten. Können wir auch jeweils draufdrücken. Dann zentriert er das Bild darauf. Und zivile Schiffe. Also, was wir jetzt machen müssen, ist die zivilen Schiffe beauftragen, dass sie herumfliegen. So, und wir können die hier schicken. Also, wir können einmal Explore System machen, dann fliegt er nur hin und öffnet quasi diese Star Lane für alle anderen Schiffe. Also, ich könnte jetzt nicht mit meinen Militärschiffen hierhin fliegen, dann bekomme ich diese Fehlermeldung. Wir können da nicht hin, aber wenn ich jetzt hier auf Explore gehe, dann öffnet er die Starlane und dann könnte ich in dieses System auch, wenn das hier noch nicht formell erkundet ist, wenn ich es aber formell gleich erkunden möchte, kann ich hier auf Survey System gehen. Und wenn ich jetzt die Shift-Taste gedrückt halte, dann kann ich weitere Aufträge in einer Reihe hinzufügen, die er dann nacheinander ausführt. So, es empfiehlt sich, dass man erstmal die Umgebung, das ist logisch. So, und dann haben wir hier ein Construction-Schiff. Mit dem können wir hier
diese Ressourcen, die noch übrig sind, zum Beispiel die auf dem Mond, abbauen. So, das wäre jetzt quasi der erste Teil unseres Tutorials. Jetzt haben wir alle Einstellungen getroffen. Dann würde ich sagen, im nächsten Teil geht es dann weiter damit, was passiert, wenn wir hier die Pause aufheben. Okay, auf Wiedersehen.